Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Russisch Roulette von Haftbefehl in der Vinyl Deluxe Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Russisch Roulette von Haftbefehl in der Vinyl Deluxe Edition. Das Ganze am 18. Dezember erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, das Album an sich, Russisch Roulette, liegt ja schon einige Jahre zurück. Im November 2014 erschienen, somit schon etwas mehr als 6 Jahre vergangen. Aber jetzt, im Dezember 2020, hat man das Album auf Vinyl rausgebracht in einer Deluxe Edition. Die reguläre Vinyl zum Album und natürlich auch die Box, die damals rausgekommen sind, die habe ich euch ja bereits vorgestellt. Aber heute geht es um die Vinyl Deluxe Edition, die jetzt eben brandneu ist. Und zwar haben wir hier die Info Limited Deluxe 4 LP Russisch Roulette plus Remix nummerierte Box mit 180 Gramm Vinyl. Ja, das Ganze ist nummeriert und limitiert. Wir haben diese Box hier insgesamt 2000 Mal an der Zahl. Also insgesamt 2000 Stück dieser Box gibt es und die wurden alle durchnummeriert, somit dann auch wirklich transparent und nachvollziehbar, wer welche Box oder welche Nummer hat. Gut, genug gelabert. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. Am besten hier seitlich einschneiden. Und dann können wir hier wunderbar aufmachen. So. Somit verabschiedet sich dann jetzt auch der Sticker hier, der hier auf der Folie war. Und so sieht das Ganze dann aus. Also wir haben hier die Box mit dem regulären Albumcover Haftbefehl, der hier eine Patrone in den Händen hält. Darunter lesen wir Haftbefehl Russisch Roulette Vinyl Deluxe Edition. Ansonsten hier rundum in schwarz gehalten, dann der weiße Schriftzug Haftbefehl Russisch Roulette Vinyl. Oben in schwarz und links ebenso in schwarz. Und auf der Unterseite, auf dem Boden der Box, haben wir dann die Info, was uns hier erwartet an Tracks. Und zwar haben wir hier einmal das Album Russisch Roulette mit insgesamt 14 Tracks. Das gab es ja auch schon davor auf Vinyl. Zwei Features sind hier mit dabei, einmal Miss Platinum und einmal Caris. Allerdings die Remixe, die gab es damals in der Box, also somit auf CD, aber hier erstmals auf Vinyl. Hier haben wir auch jede Menge Tracks, also es sind meines Wissens 15 Tracks, also 4, 4, 4 und 3, genau, 15 Tracks. Und hier unten haben wir dann auch Beteiligte, Barcode und unten rechts dann die Limitierung und Nummerierung. Also wie gesagt, 2000 Stück der Boxen gibt es, meine ist in diesem Fall die Nummer 437. Ja, was die Remixe betrifft, da haben wir ohne Ende Features mit dabei. Also unter anderem Capo Hannibal, KIZ, Semi Deluxe, Sido, Materia, Echo Fresh, Olexesh, Millionär, Hannibal, Rata, Vasel, Motrip, Bowser. Also ohne Ende mit dabei. Und da würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der Boxdeckel ist abnehmbar. Von innen in schwarz. So. Als erstes kommt uns hier ein Booklet zum Vorschein. Und zwar ist das hier riesengroß, also wirklich so ein Booklet im Vinylformat. Dann haben wir hier die erste Vinyl. Die kommt hier in einer weißen Papierhülle. Dann die zweite Vinyl mit einer etwas anders gestalteten Hülle. Nummer 3, auch wieder in diesem weiß-schwarzen Haftbefehl-Design. Und Nummer 4 dann mit dem Cover von Russisch Roulette. Soweit ich weiß, sind alle hier immer doppelseitig, genau, also beidseitig hier gestaltet. Gut, das war's mit dieser Box. Inhalt ist entnommen, somit können wir die Box dabei zur Seite legen. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. So, ich würde sagen, wir starten mit diesem Booklet. Der Rest, der kommt dabei nochmal zur Seite, auch wieder in die richtige Reihenfolge bringen, in der es in der Box lag. So,
Gut, dann schauen wir mal das Booklet an. Hier haben wir Haftbefehl in Schwarz und Weiß. Diesmal ohne Patrone. Auf der Rückseite mit gesenktem Kopf und einer Sonnenbrille. Hier haben wir dann auch nochmal die Infos, die Logos und Labels etc. So, dann schauen wir mal rein. Ich danke meinen Brüdern und Schwestern, die mich seit Tag 1 unterstützen. So sieht es aus. Dann haben wir Aufnahmen aus dem tristen Häuserblock. Ja, also ich glaube, es ist 1:1 das Booklet, das man damals auch in der CD vorgefunden hat. Dann haben wir hier die Tracklist mit den Infos, wer daran beteiligt war, wer produziert hat und so weiter. So, dann haben wir weitere Fotos. So sieht es aus. Weitere Fotos. Ja, also ich glaube, es sind 1:1 die Fotos aus dem regulären Booklet. Nur eben hier in entsprechender Übergröße. Fotos ohne Ende. Und dann haben wir hier noch die Infos zu den Remix-Tracks. Also wer hier mit beteiligt war, wer produziert hat. Dann Haftbefehl mit dem Revolver an seiner Schläfe. Und zum Abschluss nochmal ein Bild hier in Farbe. Ja, so viel zu diesem Booklet. Als nächstes haben wir dann die Vinyls. Wie gesagt, 4 Stück an der Zahl. Das ist Nummer 1. Kommt hier in einer weißen Hülle mit schwarzem Schriftzug. Auf der Rückseite haben wir hier einen Affen mit einer AK. Also passend zum Track Lass die Affen aus dem Zoo. So, was haben wir hier? Wir haben hier spannenderweise, obwohl es glaube ich die erste Vinyl war, also von der Reihenfolge die oberste, haben wir hier scheinbar die letzte Vinyl. Und zwar haben wir hier die C-Seite. Die Remixe lesen wir hier. Und D-Seite, also die Tracks der Remixe, alle hier mit drauf. Wie gesagt, 14 Tracks sind auf dem regulären Album, 15 bei den Remixen. Die Vinyls kommen hier klassisch in Schwarz. Dann haben wir die nächste. Die ist hier mit so einem Muster designt, die Hülle. Und was lesen wir hier? Russisch Roulette LP 1. Okay, also ist es doch entsprechend beschriftet und durchnummeriert. Genau, das war jetzt gerade LP 2 der Remixe. Das in diesem Fall Nummer 1. Schauen wir auch gleich mal rein. Wenn auch in umgekehrter Reihenfolge. So, hier geht's dann weiter. Das in diesem Fall die A-Seite der Remix-Vinyl und die B-Seite. Also die Vinyls ganz klassisch gehalten in Schwarz und in der Mitte eben entsprechend beschriftet mit den einzelnen Tracks und Features. Und beide sind separat nummeriert. Also wir hatten jetzt hier nicht irgendwie die E und F oder sowas, sondern wir haben wirklich die Remixe separat mit A, B, C, D-Seite. Und dann haben wir hier das Album an sich, Russisch Roulette, und das ist auch separat beschriftet. Hier das Cover und auf der Rückseite, genau hier lesen wir es, das Album LP Nummer 1. So, hiermit hätte man eigentlich anfangen sollen, aber egal, wir haben mit den Remix-Platten angefangen. Das ist die B-Seite und das ist die A-Seite. Und dann haben wir noch eine Vinyl zum Album. Die kommt auch wieder mit einem Foto hier, in diesem Fall das Foto mit dem Revolver. Sieht so aus. Das Album LP Nummer 2, Haftbefehl, und dann schauen wir uns natürlich auch die an, wie zu erwarten in Schwarz. Das ist dann die C-Seite und die Rückseite dann die D-Seite. Jawohl, das war's soweit.
Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die Vinyl, die Doppelvinyl zum Album Russisch Roulette. LP Nummer 1 und LP Nummer 2. So sieht das aus. Dann haben wir die Doppelvinyl zum Remix-Album. Einmal und zweimal. Und dazu entsprechend das Booklet hier ebenfalls in dieser Riesengröße, in dieser Vinylgröße. Jawohl, das Ganze wie gesagt auf 2000 Stück limitiert und durchnummeriert. Die Remix-Tracks erstmals hier auf Vinyl in dieser Box. Das alles in dieser wunderbaren Box. Haftbefehl Russisch Roulette in der Vinyl Deluxe Edition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Haftbefehl unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.